8. November 2038. 16:06. Und somit herzlich willkommen zurück bei Detroit Become Human. Und Connor und Amanda, wie es scheint. Nun sind wir wieder hier in dieser etwas speziellen Welt, von der ich immer noch nicht wirklich so schlau draus werde, was es ist oder wo wir hier genau sind. Und wer Amanda überhaupt ist. Ich hoffe, wir erfahren das. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ich hoffe, wir erfahren das noch im Laufe des Spiels. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Meine Beziehung zu Lieutenant Anderson ist problematisch. Er kämpft weiterhin mit seinen psychischen Problemen. Ich vermute, es beeinflusst sein Urteil über Abweichler. Nichts ist wichtiger als deine Untersuchung. Was passiert, ist einfach zu wichtig. Lass dich von Anderson oder anderen nicht aufhalten. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich bin frustriert wegen der fehlenden Fortschritte. Aber ich will meine Mission unbedingt abschließen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Tut mir leid, Lieutenant. 79. Stock. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter. In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach?
Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind. Aber bei dem Wetter? Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Oh Mann. Ein Schuss direkt ins Herz. Wenn ich das nur hätte steuern können, ich hätte ihm niemals ins Herz geschossen. Und jetzt ist er tot. Evan Thompson, geschätzter Todeszeitpunkt 13.55 Uhr. Mitarbeiter versuchte zu entkommen. Oh Mann. Ich wollte doch keine Todesopfer. Die Kamera. Genau. Der Zwischenfall wurde aufgezeichnet, wie ich es gesagt habe. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Hm? Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschfach. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Genau das gleiche habe ich mir bei dem Typen auch gedacht. Ein FBI-Schnösel. Denkt ihr, sei was Besseres. Abweichler sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Okay, die werden wir später befragen. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes, doch sie ist auch eine Warnung. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Optische Einheit, blaue Iris, Ersatzteil. Pupillenreflexion, aufgenommen um 13.59 Uhr. Abweichler hatte Komplizen. RK-Serie Prototyp, RK-200, registriert als Marcus. Geschenk von Elijah Kemsky an Karl Manfred. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Hm.
Okay, Connor, du machst dich irgendwie verdächtig. Wieso sagst du ihm nicht alles, was er wissen muss? Kappe, gestohlene Wartungsuniform, Täter waren getarnt. Roof Access. Dort gehen wir gleich hin. Rede wurde von hier gefilmt. Aber zuerst befragen wir die Androiden in der Küche. Aber zuerst lesen wir natürlich wieder mal was. Wie soll es auch anders sein? Der neue Quantenmagnet, Tech Addict, blaues Blut, wie Cyberlife eine technologische Revolution erschuf. Weltraumtourismus, ist der Mars ihr nächstes Reiseziel? Blaues Blut, wie Cyberlife eine technologische Revolution erschuf. Nach Jahrzehnten mit primitiven, roboterhaften und teuren Androiden-Designs revolutionierte Cyberlife die Industrie durch eine Innovation ihres CEOs und Visionärs Elijah Kamsky. Tyrium 310, der chemische Name des charakteristischen blauen Blutes, ist eine für die Funktion sämtlicher Cyberlife-Androiden lebenswichtige Verbindung, die Energie und elektrische Informationen durch den Kreislauf der Maschinen transportiert. Die Flüssigkeit versorgt Biokomponenten, synthetische Organe, die grob dem Organsystem des Menschen entsprechen. Manche dieser Organe haben wichtige Funktionen wie Temperatur und Blutzirkulation, während andere verwendet werden, um die Androiden menschlicher wirken zu lassen, zum Beispiel Lungen zur Simulation der Atmung. Wie bei Menschen beeinträchtigt ein Blutverlust die Funktionen des Androiden und endet schließlich in der Abschaltung. Blaues Blut ist essentiell für Cyberlifes Hauptverkaufsargument, den menschlichen Wirkung der Androiden. Dass die Wunderchemikalien, Energielieferant und Regelung der internen Systeme des Androiden von einem Mann entwickelt wurde, der nicht einmal gelernter Chemiker ist, trägt zum Mythos um Elijah Kamsky bei. Riesige Waldbrände in Kalifornien, Arizona, New Mexico erwartet. Green Earth. Run auf Clean Food. Detroit Urban Farms verändert die Art und Weise, wie wir essen. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Detroit Urban Farms verändert die Art und Weise, wie wir essen. Run auf Clean Food. Amerikas Städte stehen vor zwei wachsenden Problemen. Arbeitslosigkeit und schlechter Zugang zu gesundem Essen, mit wenig Kalorien. Aber Detroit Urban Farms, ein Pilotprojekt in Michigans Hauptstadt, könnte eine Lösung für beides gefunden haben. DUF ist eine Initiative, die toten Raum in der Stadt nutzt, zum Beispiel Dächer und nicht genutzte Höfe, und sie in gentechnikfreies Farmland umwandelt. Diese Farmen werden von Arbeitslosen unterhalten und bieten Leuten, die sonst von der Wohlfahrt oder Kriminalität abhängig wären, guten Lohn und Aufsichtspositionen. Alle Nahrung wächst ohne Pestizide und andere Chemikalien, und das biologische Produkt wird über spezielle Biomärkte vertrieben. Und mit der zunehmenden Fettleibigkeit in Detroit kann mehr Grün auf dem Teller nur von Vorteil sein. Als die Brüder Daniel und Parker Trent vor 5 Jahren die Initiative starteten, fanden sie keine Sponsoren. Keine Bank in der Stadt wollte uns Geld für eine Schaufel leihen. Jetzt beschäftigt die UF über 50 Angestellte, die hunderte Androiden beaufsichtigen. Uns bieten jeden Tag Investmentfirmen Kapital an, aber wir bleiben lieber unabhängig, die ethische Seite unserer Arbeit ist uns sehr wichtig. Wenn das weniger Arbeitslose und bessere Nahrungsmittel bedeutet, wer wollte da protestieren?
Hört sich nach einem guten Konzept an, würde ich sagen. Na gut, schauen wir doch uns euch mal genauer an. Überprüfe die Reaktionen, um den Abweicher zu finden. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JP300. Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Okay, komische Antwort für einen Androiden. Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Schaut nervös immer nach links. Wir müssen es auf die harte Tour machen. Biokomponente 8451 reguliert den Herzschlag. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Bist du der Abweichler? Holy shit. Ach du Scheiße. What? No. Kommt er in den 845 irgendwas fällt. Er hat es einfach rausgerissen. Frank! Frank! Ach du Scheiße. Ich brauche Hilfe. Abschalten. Verbleibende Zeit bis zur Abschaltung. Komm schon. Irgendwas müssen wir machen. Das Messer. Das Messer. Oh shit. Du schaffst es, Connor. Komm schon. Du kannst jetzt nicht sterben.
haben genügend Zeit. Eine Minute. So ein mieses Stück unglaublich. Nehmen, angreifen, Hanks Überlebenswahrscheinlichkeit 40%. Wir müssen hinfallen. No! Bitte nicht. Gut, dass du hier warst, sonst wäre ich hier. Scheiße. Connor. Nein. Bitte nicht. Connor, nein. What the fuck? Ist Connor jetzt wirklich tot? Bitte sagen mir nicht, dass es... Connor hat sich für Hank geopfert. No. Please. No. Im ersten Durchlauf ging alles so gut. Und jetzt ist Connor wirklich tot. Tot. Scheiße. Das kannst du mir doch nicht sagen. Connor hat sich für Hank geopfert. Oh Mann, ey. Ja. Was soll ich da jetzt noch sagen? Mission erfüllt oder was? Bestimmt nicht. Wir haben Amanda noch versprochen, dass wir Beweise liefern, uns anstrengen. Und jetzt? Jetzt sind wir tot. Eine Geschichte weniger. Oh Mann. Ja. Staatsfeind. Öffentliche Meinung gehasst. Hank befreundet, Amanda vertraut. Das war's dann wohl mit Connor. Echt schade. Kann ich leider nicht mehr ändern. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit hoffentlich einem etwas weniger gravierenden Endergebnis. Ja. Peace and out. Das war's. Bye.